Hallo Leute, ich bin's GigaP und wir spielen heute noch etwas Neues. Ja, ihr seht schon, es ist Quick Bed Wars. Die Bronze hier fliegt einfach nur so raus wie nochmal was. Und da ist ein kleiner Bug, dass irgendwie da Eisen auch rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde erstmal hier versuchen, so schnell wie möglich ein bisschen in die Mitte zu kommen. Weil darum geht's ja. Schnell, ne? Das ist ein Spielmodus, der neu rausgekommen ist. Ich war ja im Urlaub, also er ist rausgekommen, während ich im Urlaub war. Und ja, ich habe ihn jetzt ein paar Mal gespielt, um wieder ein bisschen warm zu werden, weil wenn man eine Woche lang nicht gezockt hat, dann ist man schon ziemlich draußen. Ich hab's eilig, habe ich das Achievement bekommen. Ach so. So, jetzt gehst du weg. Oh, die hat ein Schwert, Alter. Gar keinen Bock auf die. So, ich will mir kurz die Uhr hier. Oder wenn da. Doch, da ist jemand. Hi. So, ich will mir kurz die Uhren graben. Also ich finde das Spielprinzip hier ziemlich nice, muss ich sagen. Man muss hier diese Uhren zurückbringen zum Bett. So, da haben wir das. Und ich habe nur 3 Eisen. Was kann ich mir denn aus 3 Eisen machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Hotkey ist natürlich auch am Start. Das muss natürlich auch sein. So, haben wir das? Haben wir das? Boah, ich habe schon so lange nicht mehr Bed Wars gespielt. Muss man echt sagen. Ich habe noch nicht geschaut, was es jetzt hier für Special Items gibt oder so. Was für ein Team sind wir? Nicht rot. Fliegst du? Ich glaube, er hat nicht überlebt. Nein, er hat nicht überlebt. Sehr schön. Wow, Alter. No. Was für ein Team bin ich? Ach so, gelb. Okay. Gut, ich baue es mal mit 2 Blöcken zu. Okay, warte. Du fliegst sehr schön. Oh, lol, der hat richtig viel Zeit. Man muss eben die Zeit auffüllen. Und ja. Ich finde es sehr nice, weil man jetzt kann nicht mehr in der Base gecampt werden, so wie das ja früher immer war. Und man kann eben auch sein Bett nicht so zubauen, weil man die Zeit immer hinbringen muss zum Bett. Und der geht da jetzt lieber oder was? Ja, hab ich gar keinen Bock drauf jetzt. Rot lebt schon gar nicht mehr, das ist schade. Da lebt, weil da lebt noch einer, aber der hat kein Bett. Okay, der geht da oben rüber. Das mache ich eigentlich auch nicht. Ich kann mir eigentlich mal das ganze Gold hier holen. So, ouch. Und, boah, richtig viel Zeit, Leute. 80 Sekunden sind das, 90 sogar schon. Weil jede Uhr gibt 10 Sekunden Zeit und das Gold spawnt hier auch schon richtig schnell. Nice. Der Typ wurde gerackt. Und ich hole uns jetzt mal kurz 10 Zeit. Hä? Die Spitzhacke baut auch richtig schnell ab. Okay, also wir haben ziemlich viel Stuff. Ich schau mal, ich habe davon gehört, dass es Dia-Schwerter geben soll. Eisenschwert. Dia-Schwert, Leute. Alter, richtig krass. So, haben wir noch Rettungsplattformen? Bridge. Fuck, was? Lol, das war... Scheiße, Alter. Also kann ich mir jetzt... Oh Mann, als ob der durchgerannt ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Das war ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Schau dich erstmal an, warte. Lol, es ist einfach Instant-Block. Da kann man Leute runterbauen. Lol, wusste ich gar nicht. Also das ist wirklich nice, muss ich sagen. Wir haben kein Bett mehr. 64 Gold kann man sich, glaube ich, ein neues Bett kaufen. Ich habe nämlich das Video von den Buddies gesehen. Nein. Und ich bin tot. Scheiße. Naja, Leute, das war's von der ersten Runde. Wir hängen noch eine zweite Runde hinten dran. Okay, Leute, mein Internet ist zwischendurch mal kurz abgekratzt, aber jetzt sind wir wieder auf der Linie, wie man so schön sagt. Das war schon richtig lustig, oder? Nein, eigentlich nicht. Ja, zweite Map, jetzt eine Dreier-Map. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen zu eageln hier. Ich habe schon lange nicht mehr geeagelt, muss man dazu sagen. Aber sieht ganz gut aus bis jetzt. Ich bin wirklich nicht sehr gut in Eageln. Ich mache es ziemlich langsam und fail auch richtig oft. Aber naja, es ist ja ein bisschen hilfreich in Bed Wars, finde ich schon. Ja, ich war letzte Woche im Urlaub, wie es sicherlich viele von euch wissen. Habe ich ja im Video gesagt, in irgendeinem davor. Weiß nicht mehr genau, welches das war, aber ich habe es auf jeden Fall gesagt. War ziemlich nice, fand ich. Wir hatten ein richtig geiles Wetter, wir waren in Italien. Und ja. Das war unser Bett, Alter. Scheiße, Mann. Das geht ja gar nicht gut los, aber naja. So ist es halt bei Quick Bed Wars. Da muss man sich gar keine großen Sorgen machen, wenn sein Bett abgebaut wird, weil das ist eigentlich ganz normal, dass in Quick Bed Wars das Bett weg ist. Habe ich so das Gefühl, irgendwie. Weil, nach einer Zeit geht's eh weg und... ich hole mir da die Zeit, obwohl ich, eigentlich gar keine Zeit mehr brauche. Das war so dumm.
Aua. Lass sie mal kämpfen. Ja, hat funktioniert. Nein! Ah, scheiße. Okay, Leute, ich sehe gerade, wenn man in die Lobby kommt, die Zeit fängt bei 30 Sekunden an. Also, das heißt, man muss nicht die vollen 60 Sekunden warten. Das ist natürlich auch sehr nice, wie ich finde. Da können auch die ganzen Non-Premis... Ich meine, der Quick Battle wird natürlich jetzt auch von den ganzen Premis ziemlich gut besucht. Könnte ich mir vorstellen. Aber irgendwann später, wenn sich das wieder beruhigt hat, können dann auch die Non-Premis entspannt Battle spielen, was ich ziemlich nice finde. Oh, was ist das denn für eine Map, Alter? Gas. Haha, der brennt erstmal. Lappen. Nein. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt neu... Was? Das Bett ist da hinten. Ach so. Ich finde es gut, dass sie neue Maps gemacht haben. Das ist auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, dass sie die alten Maps hernehmen. Einfach nur anders spielen wir dasselbe Maps. Aber das ist nicht so. Das finde ich ziemlich gut. So, ich versuche jetzt mal nicht runterzufallen, weil das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Und der fällt schon wieder in die Lava, oder was? Nein. War gar nicht so. Was willst du eigentlich von mir, Alter? Was willst du von... Oh, er boxt mich halt runter. Hier ist es ein bisschen komplizierter, das Bett abzubauen. Aber, die Teams müssten sich ja eh hinbauen, wegen den Uhren. Und verzeiht mir, falls ich irgendwie Noob bin oder so, aber... Ich habe, wie gesagt, schon etwas länger nicht mehr gespielt und ich habe überlebt, lol, das Luck. Du bleibst da hinten, Alter. Sehe ich gar nicht ein. Aua. Nein. Ah, Mann, Alter. Aber unser Bett lebt noch und wir sind Team Grün, wie ich feststelle. Und Knockback-Stick, das ist ziemlich nice. Ich versuche jetzt mal hart zu rushen. Hat noch niemand irgendeine Uhr eingesammelt oder alle gleich viele Uhren. Was ich nicht wirklich glaube. Da hinten, da kann ich nicht. Ich habe keine Blöcke, das ist blöd. Ich blöde jetzt einfach mal hier den Block mit der Hand ab oder mit dem Stock. So, get down. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich dahinter. Und werde mal versuchen, das Bett wirklich hart wegzurushen. Die merken halt nichts. Und die haben es noch nicht mal hingebaut. Juckt die gar nicht einfach. Juckt die einfach gar nicht. Und ich werde weggefickt. Hä? Nein, ist unser Typ. Sehr schön. Gut. Ich habe mir schon einen Schock bekommen. Da kommt ein Gelber, der baut sich hoch. Man macht gar nichts, aber ich hab halt keine Blöcke oder keine Spitzhacke. Der verbrennt den Lava, sehr auch sehr schön. Und ich finde es auch ziemlich gut, dass die Spitzhacken schneller abbauen. Das war immer ein bisschen kacke in Bed Wars. Normal, dass die Spitzhacken so langsam waren. Okay, der Blaue gönnt sich da unten, aber ich gönne mir jetzt auch. Nämlich bei Blau. Ich habe nicht mehr wirklich viel große Hoffnungen. Er hat Tüppel. Scheiße, Mann. Ich muss mir gleich mal anschauen, was es denn so für Special Items gibt. Ich gebe den Lowrun, Alter. Nein. Ich habe keine Blöcke. Ah, okay, der Typ hat ihn. Puh, es ist sehr viel Action, muss ich sagen. Aber das gefällt mir, wenn es mehr Action ist. Ich mag... so Rusher-Maps eigentlich relativ gerne und wäre natürlich jetzt ein ganzer Rusher-Spielmodus da ist, das ja gleich noch viel besser. Ich schau mal, wohin der Weg gebaut wurde. Ach, überhaupt nirgendwo hin. Was ich auch irgendwie richtig gut finde, also das ist eins der besten Sachen, finde ich, dass es keine Bögen gibt. Es gibt keine Bögen. Es wird nicht mehr gebowspammt. Das ist einfach ein Segen für Bed Wars, würde ich sagen. Bögen waren einfach so Sachen... ich will gar nicht drüber reden. Ich weiß noch, wie ich so hart geraged habe, weil die ganzen Leute gebowspammt haben. Das war nicht unser Bett. Wir haben nur noch 50 Sekunden. Scheiße, Mann, wir müssen mal in die Mitte und uns Zeit holen, sonst ist unser Bett gleich weg. Das sollten wir mal... Ich mach das jetzt mal. Obwohl ich keine Blöcke mehr habe, ich hole mir eine Zeit. Jetzt geht sogar zwei, aber das geht leider nicht, weil da kommen schon die nächsten Leute an. Wir haben, ja, nicht sehr... gut abgeschnitten. Ich glaube, es hat noch niemand von uns eine Zeit geholt. Kann es sein? Ich glaube, das kommt hin. Ich hole mir kurz ein Eisenschwert. Einfach nichts und ein Eisenschwert haben, ist immer gut. So, weil das hat auch, glaube ich, Rückstoß drauf. Der hat meinen Typen gerackt. Finde ich nicht nice. Also wirklich nicht. Das kann ich nicht gutheißen. Habe ich den gerade One-Hit gemacht? Ich glaube, den habe ich gerade One-Hit gemacht und der hat auch Eisenschwert. Das ist auch nicht sehr schön. Was willst du? Was machst du?
Wow, Alter. Ha, ha, get wrecked. Was passiert? Nein, wir haben nur noch 4 Sekunden. Nein, unser Bett ist down. Scheiße, Leute. Das ist das Bett deines Teams wurde abgebaut. Ach, fuck. Fuck, Alter. Was haben meine Typen gemacht? Ich glaube, ich war der Einzige, der Zeit geholt hat. Wie viel Schuhe habe ich mir gerade gekauft? 3. Na, egal. Okay. Sehr schön. Boah, ich rasiere die alle hart weg, Mann. Eisenschwert ist einfach richtig OP und man bekommt es relativ leicht, weil das Gold auch ziemlich schnell spawnt. Was? Geh weg. Hat es Glücksstoß? Es hat ein Knockback. Sehr schön. Tracker. Na, hab nicht genug Eisen. Bridge. Ich probiere jetzt mal die Bridge aus. Was ist die Bridge? Ja, Rot hat eh kein Bett mehr. Ach, fuck. Aber egal. Ich probiere es einfach hier aus, wie weit es geht. Ja, wow. Oh, wow. Ja gut, es ist nicht so weit, aber naja, kann man schon so machen. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, gibt's Enderperlen? Das muss ich gleich mal nachschauen. Heiner Kuchen? Lol. Glaube ich, Bett. Nein, okay, es gibt keine Enderperlen. Ich mache mir aber noch eine bessere Spitzhacke, weil die Spitzhacke, ich sollte mir angewöhnen, dass ich die... Oh, lol. Alter, war das eine knappe Sache. No! Lol. Digga. Alter. Ich muss auf jeden Fall in die Mitte jetzt. Wie viel sind die denn bitte? Die sind relativ viele. Ich dachte mir, die sind nur noch zu dritt oder so. Aber die sind zu fünf. Nein, zu viel. Hat verlassen. Ach so. Okay, nice, 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 nice. Ich bin nicht ganz so gut bei Leben. Aber sollte reichen, um die zu töten. Weil die haben jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr viel. Die gerade gestorben sind, aber der hat einen Knüppel. Macht der Suizidmove? Nein, er hat überlebt. Boah, er hat Suizidmove gemacht. Okay, der Typ shoppt da hinten. Komm, den holen wir uns. Die Runde will ich gewinnen. Ja, habe ich auch noch einen Kill gemacht. Richtig schlecht eigentlich von mir. Hex. Wer? Ich? Alles klar. So, jetzt mal wieder auf einer anderen Map. Jetzt eine 4x4er Map. Ich glaube, das war vorher eine 4x3. Hä? Was war denn das vorher gerade für eine Map? Ist ja was drin? Nein, leider nicht. Wo spawnt hier das Bronze? Ah, da. Hi. Was machst du denn jetzt hier? Ach, gar nichts machst du. Hab schon bemerkt. Wow, Alter, ich kann so gar nicht. Ich kann es eigentlich nur rückwärts. Und jetzt kann ich es rückwärts nicht mehr, weil ich es jetzt seitwärts gemacht habe die ganze Zeit. So, passt schon so. Wir sind auf jeden Fall unter dem Boot. Das ist auch schon mal sehr schön. Nein. Ich schaue jetzt mal hier, wo gibt's denn hier? Ah, unten. Lol, unten. Schnell. Wie komme ich runter? Fuck. Ach, da. Da gibt's eine Treppe. Komm, give it to me. Give it to me. Richtig viel Stuff. Wenn ich nicht überlebe, die anderen bekommen es auch nicht. Und das macht mich ein bisschen happy. Wenn ich es nicht bekomme, dann bekommen es die anderen auch nicht. Aber ich werde versuchen natürlich, dass ich es bekomme. Welches Team bin ich? Ich bin nicht Team Blau. Das heißt, der Typ greift mich gerade an. Wir sind Team Rot. Nein, und ich habe alles verloren. 20 Gold, 110 Sekunden. Boah, richtig ärgerlich. Aber, naja, die anderen haben es auch nicht bekommen, wie gesagt. Und jetzt werde ich mich mal ein bisschen ausrüsten. Der Typ hatte irgendwie eine richtig krasse Spitzhacke. Keine Ahnung woher. Der muss irgendwie richtig schnell in der Mitte gewesen sein, wieder hier gewesen sein. Na, okay. Eisen haben wir. Irgendwo bestimmt. Ah, hier. Da unten ist ein Blauer. Ich hoffe mal, der hat nicht viel. Und er hat wirklich fast gar nichts. Sehr schön, der hat auch nichts bekommen. Ich gehe mal meinem Typen hinterher. Ich glaube, der weiß, was er macht. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt auch das Richtige mache. Und wir sind bei deren Bett. Scheiße, aber mein Typ soll es bekommen. Ja, mein Typ hat es bekommen. Sehr schön. Das war Teamwork. Aber es ist einfach schön, wenn man dann Teamwork macht und die Gegner dann zerstört. Ich schau jetzt mal, wie lange dauert es denn ungefähr hier, bis es spawnt. Alter, das kann man ja richtig, da kann man ja zuschauen, während es spawnt. Das wird ja gar nicht langweilig hier. So, komm, eins noch, Dankeschön. Ich gehe da mal weg. So, schauen wir mal hier. Den besten Brustpanzer gönne ich mir. Oh, das hat sich sogar gereimt, habt ihr gehört? Schau mal hier, den besten Brustpanzer gönne ich mir. Ich glaube, da höre ich irgendwas. Wo ist der? Da ist der. Da ist noch jemand oder was? Ich habe ihn abgestorbt, sorry. Aber es hat ja eigentlich keinen Kill. Da hat man eh keinen Kill bekommen. Ich würde sagen, da sind Menschen.
Da gehe ich hin, weil da Menschen sind. Und da sind auch Menschen. Ah, da sind sogar zwei Menschen. Okay. Da sind mehr deine Menschen. Viel zu viele Menschen. Scheiße, Alter, der hat mir gegeben. Also in nächster Zeit werde ich vielleicht ein bisschen mehr Quick Bed Wars bringen. Mir macht das Bock gerade. Mal wieder die guten Bed Wars Zeiten, aber verbesserte Bed Wars Zeiten. Und das war Bed von Team Blau. Und das war wegen Zeitverlust. Wir haben, glaube ich, irgendjemand hat für uns schon Zeit geholt. Weil wir haben noch ein paar Sekunden. Aber wie ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viele Sekunden. Wir müssen jetzt gleich in die Mitte. Wer baut sich denn da hoch? Scheiße. Weg hier. Achso. Hä? Hä, wo ist denn unser alter Weg hin? Will er mich verarschen? Wo ist unser freaking alter Weg hin? Wir müssen in die Mitte, aber schnell. Fuck, wir werden es nicht schaffen. Wir haben nur noch 34 Sekunden. Ich mach Suicide Move, komm. Da ist ein Gelber, da ist ein Gelber. Scheiße, 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 Leute. Hier geht's rein. Mittlerweile weiß ich das. Ich gönne mir nicht viel Gold, ich gönne mir nur die Zeit. Und da liegt auch viel, da liegt richtig viel. Aber ich muss es zurückschaffen, ich muss es zurückschaffen. Leute, wir haben nur noch 15 Sekunden. Oh, ich werde es aber nicht schaffen. Scheiße, und hier sind noch Half Slabs oder was? Ich glaube es ja wohl nicht. Nein, ich werde es nicht schaffen. Nein, scheiße. Fuck, Leute. Aber ich mache mir kurz ein Eisenschwert, weil damit rasiere ich dann die Gegner weg. Ah, ärgerlich. Da muss man halt immer drauf schauen, dass man nicht zu knapp erst Gold holen geht. Weil 50 Sekunden sind da wirklich nicht genug. Und wenn dann noch der Weg abgebaut wird von irgendeinem Spasten, dann ist natürlich, ja. Okay, es lebt eh nur noch Gelb und Rot. Es leben noch eigentlich viele Spieler, aber ich meine, betttechnisch lebt nur noch Gelb. Und da ist jemand. Hi, du hast ein Dia-Schwert. Du wirst mich machen wahrscheinlich. Ich hab dich gemacht, ganz easy. Einfach nebenbei weggefistet mit einem Eisenschwert. Wo ist da los? Da sind Menschen. Da sind mehrere Menschen. Ich will nicht zu vielen Menschen begegnen, weil ich habe nur eine Hälfte Leben fast. Und ich will weg, weil die kommen jetzt zu mir. Und ich will eigentlich jetzt in meiner Base stehen. Kommen die hinterher? Ich glaube nicht. So, ich gehe jetzt mal hier hoch, dass ich Suizid-Move machen könnte. Falls das zu so einer Situation kommt. Okay. Die Border verkleinert sich nun. Ach, so ist das. Nein. Ho! Nein, da ist einfach jemand. Scheiße. Wieso falle ich? Ich sollte doch fliegen. Ah, da kommt noch jemand ums Eck und... naja, Leute, aber ich würde sagen, das war's auch dann schon von diesem kleinen Video Quick Bed Wars. Ich weiß, war nicht das Gäste-Gameplay, ja. Nein, war nicht das beste Gameplay. War auch eigentlich ein ziemlich scheiß Commentary, muss ich zugeben, aber, wie gesagt, nach einer Woche, das wird jetzt einfach meine Ausrede für immer sein. Nach einer Woche kann man einfach nicht mehr so gut, muss man erst wieder reinkommen. Aber jetzt am Schluss merke ich schon wieder, dass ich wieder flüssiger reden kann. Und ja, so, ne? Flüssig reden, so viel dazu. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.